Der Messeturm verrät's ein bisschen. Wir sind in Frankfurt. Es ist die Zeit der IAA 2015. Autobild TV, das Magazin, ist zurück aus der Sommerpause und gleich gelandet im Süßwarenladen für die Autofans mit diesen Themen. Highlights am Main, der Reiseführer für die IAA 2015. Was passt hier rein? A4 Avant gegen 3er und C-Klasse Kombi. Und stolz, ein Opel zu sein. Neuer Astra, neue Hoffnung. Ich finde ja persönlich, dass jeder Autofan mindestens einmal in seinem Leben hier nach Frankfurt kommen muss und die IAA besuchen muss. Allerdings muss man sagen, das ist ziemlich weitläufig, ziemlich groß hier. Und damit man nicht frustriert wieder abdreht, ist mein lieber Kollege Bernd Schröder hier schon mal unterwegs gewesen und hat quasi für Sie persönlich einen Reiseführer über die IAA 2015 erstellt. Bernd, was erwartet uns da? Ja, ich habe die Heiligen Hallen natürlich schon mal durchforstet und habe mir die wichtigsten Autos angesehen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Was mich aber als Autofahrer persönlich interessiert, ist, was kann ich hier tatsächlich machen? Und ich glaube, das ist ganz spannend geworden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß mit dem Reiseführer IAA 2015. Rund 1000 Aussteller aus 40 Ländern zeigen hier auf der 66. IAA ihre neuesten Modelle und Produkte. Da kann man natürlich sehr schnell den Überblick verlieren. Bevor Sie sich in den Messetrubel stürzen, besorgen Sie sich bitte auf jeden Fall so einen Lageplan, damit Sie überhaupt wissen, wo hier überhaupt was ist. Und machen Sie sich genau Gedanken, welches Auto Sie auf jeden Fall sehen wollen. Es gibt nämlich jede Menge schicke neue Autos zu sehen. Zum Beispiel Bugattis Vision Gran Turismo. Ein millionenteurer Traum, der eigentlich nur für ein Videospiel produziert wurde. Oder die erste offene Version der S-Klasse seit 44 Jahren, abschlanken 135.000 Euro, ohne Beifahrerin selbstverständlich. Gleich daneben steht der Oberkracher der Schwaben. Diesen Silberfisch dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Das ist der Mercedes Concept IAA. Das ist ein richtiger Transformer, denn ab Tempo 80 fährt hier ein aerodynamisches Langheck aus. Dazu keine Türgriffe mehr, keine Außenspiegel. Insgesamt soll der CW-Wert bei unglaublichen 0,19 liegen. Porsche kann inzwischen auch rein elektrisch. Der Mission E ist ein Ausblick in die nahe Zukunft. In 3 Jahren soll er auf den Markt kommen. Mal schauen, ob die Konkurrenten aus Ingolstadt da mitziehen können. Auch Audi hat hier eine Studie mit alternativem Antrieb am Start, der e-tron Quattro Concept. Rein elektrische Sport-SUV könnte 2018 kommen. Es gibt hier aber auch Autos, die sind nicht nur erschwinglich, sie werden schon in ein paar Monaten bei den Händlern stehen. Um diesen Wagen hat VW in den vergangenen Monaten ein ganz großes Geheimnis gemacht. Jetzt ist er da, die Neuauflage ihres Erfolgs-SUV, der neue Tiguan. Deutlich eckiger und kantiger ist er geworden, aber vor allem auch deutlich moderner. Wer hier auf der Messe allerdings mal selber fahren will, der kann aufs Freigelände hinter der Halle 10 kommen. Dort kann man sich nämlich immer noch qualifizieren fürs Finale von Deutschlands bester Autofahrer. Wichtig, Führerschein mitbringen und nüchtern sein, sonst darf man nicht an Steuer. Oder man entscheidet sich gleich für den Beifahrersitz im Wunsch-SUV. Hier auf dem Offroad-Parcours der IAA, da hat man zumindest die Möglichkeit, mal in einem SUV mitzufahren. Allein fahren darf man nicht, aber dazu ist das Gelände einfach auch ein bisschen zu anspruchsvoll. Aber schon die Mitfahrt hier über den Parcours, das ist tatsächlich ein Erlebnis. Natürlich kann man seinen Lieblingswagen auf der IAA auch Probe fahren. Viele Hersteller bieten diesen Service in der Halle 10 an. Wichtig, Führerschein mitbringen und am besten rechtzeitig einen Termin klar machen. Und schon können auch Sie topaktuelle Autos testen, teilweise sogar außerhalb des Messegeländes. Wer lieber vor Ort bleibt, kann sich packende Duelle auf einer riesigen digitalen Carrera-Bahn liefern oder die eigenen Kinder in der Legoland-Fahrschule anmelden. Hier können 3- bis 13-Jährige auf kleinen Elektroautos ihren ersten Führerschein machen. Auf den wäre sogar Papi stolz. Wenn Sie jetzt glauben, dass Sie immer noch nicht alles gesehen haben, zum Glück gibt es bei der IAA auch Mehrtagestickets. Gehen Sie doch einfach morgen nochmal hin.
Bis zum 27. September hat die IAA ihre Tore geöffnet. Ein Ticket kostet an der Tageskasse zwischen 14 und 16 Euro. Dafür ist allerdings die volle Dosis Autospaß garantiert. Das Schöne an der IAA ist ja, dass man hier Autos zu Gesicht bekommt, die man, ich sage jetzt mal, auf der Straße nicht unbedingt zu sehen bekommt, wie zum Beispiel diesen Ferrari California hier hinter mir. Und mein lieber Kollege Sebastian und ich, wir versuchen uns jedes Jahr so ein bisschen zu bekriegen, und zwar mit einem Sportwagen-Battle. Genau, das Stichwort ist Quartett. Auch in diesem Jahr hier auf der IAA suchen wir natürlich den stärksten Sportwagen. Und wer von uns beiden den Kampf in diesem Jahr gewinnen wird, das gibt's gleich. Dieser rote Sportbolide scheint mir zwei Probleme zu haben. Zum einen steht er zum Verkauf, zum anderen steht er bei den gelben Engeln. Also ich würde die Finger davon lassen. Damit herzlich willkommen zum Sportwagen-Battle. Mein lieber Kollege Sebastian und ich, wir kämpfen quasi auf jeder Messe eine Art Live-Quartett aus, würde ich das mal nennen. Genau, die Regeln sind ganz einfach. Wir suchen den PS-Protz der Messe. Das ist eine Voraussetzung. Die andere, er muss Messepremiere feiern und es darf keine Studie sein, muss also in Serie gehen. Und ich würde sagen, Dennis, mögen die Spiele beginnen. Wir beginnen mit diesem wundervollen Licht und ja, Sie raten es. Es ist eine Ikone des Sportwagenbaus. Es ist der Porsche 911 in der aktuellen Version als 911 Carrera S. Was ist das Besondere an diesem Auto? Er hat jetzt einen Turbo. Ja, kein Sauger mehr, Turbo. Ja. 3 Liter Hubraum, ein bisschen weniger, dafür aber mehr PS. Und darauf kommt es ja in unserem Sportwagen-Battle an. Absolut. 420 PS für etwas über 108.000. Netter Versuch, Dennis, mit einem Porsche anzufangen. Nie verkehrt, aber jetzt mal ehrlich, hier stehen noch ganz andere Geschosse, zeige ich dir. Zuffenhausen und Affalterbach liegen ja nun nicht so weit auseinander. Und deshalb konnte ich mit diesem Auto hier C63 AMGS V8 Biturbo 510 PS. Und das sticht deinen Porsche mal ganz locker aus. Ich darf das Mikrofon kurz halten, danke. Ich möchte sagen, ja, es ist ein wunderschönes Coupé und nichts gegen die Kollegen von AMG, der hat einen Mörder-Sound, fährt sich bestimmt auch großartig. Absolut. Aber hast du mal geguckt, was der wiegt? Das ist doch kein Sportwagen, das ist ein Muscle Car. Wenn du mir so kommst, ja, dann komme ich dir noch dümmer. 510 PS? Also lieber Sebastian, wenn du schon Autos ins Spiel bringst, die zwar viel wiegen, aber wirklich nur auf Kraft aus sind, ne, dann kann ich den hier auch ins Feld führen. Das ist der Bentley Bentayga. Okay, es ist kein Sportwagen, aber pure Kraft. 12-Zylinder-Motor, 301 km/h schnell und Achtung, über 600 PS. Vielen Dank. Und hier, auch sehr viel Carbon verbaut, ist bestimmt auch sehr leicht, ne? Egal, das ist kein Angstschweiß, das liegt daran, dass es hier sehr heiß ist. Also ich habe keine Angst zu verlieren, ich zeige dir, was richtig abgeht. Gegen dein zugegebenermaßen schnelles Nilpferd kann ich nur mit einem italienischen Stier kontern. Hier steht der Lamborghini Huracan Spider. 5,2 Liter V10 Sauger. 610 PS und das Ganze oben offen. Das ist pure Emotion, das ist ein Sportwagen, das ist ein Siegerauto. Du bist natürlich ein bisschen gemein. Du weißt, dass ich eine Schwäche für Lamborghini habe. Es tut mir auch weh, in der Seele weh, dass es aber noch einen Italiener gibt, der besser ist. Der Gewinner ist Ferrari. Natürlich. Ist eine bella macchina. Er hat einen Turbomotor, aber nur 8 Zylinder dafür. Und das ist der entscheidende Punkt. 670 PS. Bam. Dankeschön. Das reicht nicht. 488 Spider, wirklich ein nettes Auto, riecht auch gut, klingt wahrscheinlich auch fantastisch. Beschleunigung unfassbar, aber trotzdem, du scheinst dir die Ausstellerliste nicht ganz so genau angeguckt zu haben, denn es gibt hier ein Auto, was diesen Ferrari hier ganz locker aussticht. Zeige ich dir. Doch, doch. Dennis, das war ein netter Versuch mit dem Ferrari, aber damit kannst du einfach nicht gewinnen, denn das hier ist das Siegerauto der IAA 2015. Bugatti GT Vision, doch, 1200 PS, W16, bitte. Darf ich kurz, dieses französische Auto ist eine Konzepte. Was willst du denn? Der hat hier Messepremiere, hat die meisten PS.
und kommt nächstes Jahr als Bugatti Chiron. Wird dann ein bisschen weniger Spoiler haben als hier, wird ein bisschen mehr PS haben, aber es wird ihn einfach mal geben und deshalb gehört der Sieg mir. So ist das. Ich möchte an dieser Stelle feststellen, dass ich vor Gericht ziehen werde, dass ich durch alle Instanzen gehen werde und ich werde gewinnen, denn das ist eine Studie, damit du mal klar siehst. Ich fühle mich als Sieger, ist so. Mach doch. Fühlt sich als Sieger. Kommen wir mal zu Autos für uns Normalbürger, kommen wir zu Autos, die uns auch auf der Straße begegnen werden. Kommen wir zum neuen Audi A4, der hier seine Messepremiere feiert. Und hier haben wir ihn als Audi A4 Avant stehen und wir hatten tatsächlich schon die Gelegenheit, ihn mit seinen Kontrahenten zu vergleichen, nämlich mit der Mercedes C-Klasse als C-Modell und dem BMW 3er Touring. Mit frischer Technik fährt der neue Audi A4 Avant dem BMW 3er Touring und der Mercedes C-Klasse als T-Modell ans Blech. Der neue A4 ist einer für den zweiten Blick. Optisch jedenfalls lässt sich der Fortschritt tatsächlich nur schwer entdecken. Kein Wunder, schließlich ist der A4 für den wirtschaftlichen Erfolg der Ingolstädter wichtig wie kein zweites Modell. Manchmal sind Sie, liebe Zuschauer, aber auch wirklich hart. Da stellt Audi den neuen A4 vor und wie urteilen Sie? Der ist ja gar nicht neu, das ist nur ein Facelift. Optisch hat er sich in der Tat nicht wirklich verändert, ist in dieser Klasse aber vielleicht auch gar nicht angesagt. Denn auch wenn wir uns das 3er Facelift bei BMW angucken, viel getan hat sich außer den Leuchten da eigentlich nicht. Nur das Mercedes C-Klasse T-Modell ist tatsächlich komplett anders als sein Vorgänger. Die spannende Frage ist aber tatsächlich, hat Audi denn genug neue Technik unter das Blech gepackt, damit der neue A4 auch wirklich neu ist? Und genau das schauen wir uns jetzt einmal an. Der Audi ist spürbar gewachsen, vor allem beim Radstand. So präsentiert sich der Innenraum um 17 mm größer, die Beinfreiheit im Fond sogar um 23 mm. Die Ingolstädter sprechen daher vom längsten Innenraum seiner Klasse, was in der Theorie stimmen mag. In der Praxis ist der A4 aber nun auf Augenhöhe mit seinen Konkurrenten. Der Kofferraum fasst 505 Liter. Die Rückbank lässt sich im Verhältnis 40-20-40 umklappen. Es gibt keine ebene Ladefläche. Im Cockpit hat sich einiges geändert. Hier hatte Audi Nachholbedarf. Der alte A4 war schlichtweg überholt. Sowohl bei der Materialauswahl als auch beim Bedienkonzept. Das digitale Cockpit sieht nicht nur futuristisch aus, sondern lässt sich nach kurzer Eingewöhnung auch bestens bedienen. Egal ob Lenkradtasten, Touchpad oder die hervorragende Sprachbedienung. Mit dem neuen A4 kann man ganz prima zurechtkommen. Zumal Audi die klassischen Tugenden nicht vergessen hat. Die Materialien sind hochwertig und selbst bei unserem Vorserienwagen schon bis in die kleinste Ecke penibel verarbeitet. Dazu kommt, dass Audi nun auch bei der Vernetzung des A4 in der ersten Liga mitspielt. Der neue ist mit ultraschnellem LTE-Tempo im Internet unterwegs. Die Navigationskarte wird von Google Maps geliefert. Und auch mit dem Smartphone des Fahrers ist der Audi vernetzt, kann Apps nun auf dem feststehenden Bildschirm darstellen, unabhängig vom Betriebssystem des Handys. Wie man sich doch täuschen kann. Außen relativ konservativ und innen hallo Zukunft. Hier hat Audi tatsächlich was hinbekommen, was es in dieser Fahrzeugklasse noch nicht gab. Der ist wirklich eine ganze Generation weiter als seine Mitbewerber. Das liegt am digitalen Cockpit, das liegt aber auch insgesamt an dem Bedienkonzept, was wirklich schlüssig und eingängig ist. Und wenn dieser Audi eine Schokoladenseite hat, dann ist es der Innenraum. Der Audi startet als 1.4 TSI mit 150 PS bei etwa 32.500 Euro. Genaue Preise gibt es erst zur Bestellfreigabe im August. Auch der BMW 3er hat jüngst einen Facelift bekommen. Neue Scheinwerfer mit LED-Technik, eine andere Grafik der Heckleuchten und ein paar kleine Änderungen im Innenraum müssen reichen, um den 3er fit für die nächsten Jahre zu halten. Vor allem die Materialauswahl passt nun zu den hohen Preisen. Das Multimedia-System wurde überarbeitet und nutzt nun wie der Audi einen schnellen Internetzugang. Anders als die Ingolstädter haben sie bei BMW einen eigenen App-Store aufgebaut. Die fehlende Vernetzung mit Smartphones fällt so kaum ins Gewicht. Noch ein Wert zum Kofferraum. Zwischen 495 und 1500 Liter schluckt der BMW. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Stimmt allerdings nicht so ganz, denn tatsächlich ist der 3er bei seinem Facelift innen drin ein bisschen schicker geworden als vorher. Feinere Kunststoffe, da und dort mal irgendwie so einen kleinen Chromrahmen drumherum gesetzt und vor allen Dingen das Multimedia-System ist jetzt auf dem neuesten Stand. Viel mehr musste er sich aber tatsächlich auch nicht verändern, denn der war schon immer richtig gut und ist jetzt eine kleine Spur besser geworden. Der BMW startet als 318i mit 136 PS aus einem 1,5 Liter Dreizylinder bei 31.900 Euro. Der Mercedes erreicht locker das hohe Niveau seiner Konkurrenten. Der im Lounge-Stil gehaltene Innenraum gefällt mit hoher Qualität.
Durch die große Kofferraumöffnung verschwinden zwischen 490 und 1510 Liter. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum dieser Innenraum so viel sportlicher aussieht als die anderen beiden, eine ganz einfache Erklärung. Mercedes hat die C-Klasse als 450 AMG hier hingestellt. Dazu gehört Carbon in der Mittelkonsole, dazu gehören auch diese Schalensitze, die zwar gut aussehen, aber viel zu eng und hoch montiert sind. Wäre aber eigentlich gar nicht nötig gewesen, denn schon in der Basis ist die C-Klasse innen drin richtig toll geworden. Feine Verarbeitung, ein schöner Lounge-Stil, das gefällt richtig gut und auch das Multimedia-System ist auf dem neuesten Stand. Allerdings, kleiner Kritikpunkt, die Bedienung hier über den Drehregler ist ein bisschen komplizierter als bei den anderen. Den Benz gibt es als C160 mit 129 PS ab 33.350 Euro. Die größten Unterschiede zwischen den Konkurrenten gibt es bei der Motorenauswahl. BMW startet im neuen Dreier erstmals mit einem Dreizylinder-Benziner. Den Benz gibt es auch als Plug-in-Hybriden, dessen Akkus sich an der Steckdose aufladen lassen. Und Audi verzichtet zunächst auf die großen Benziner mit mehr als 300 PS. Sie hatten natürlich recht, liebe Zuschauer. Der Audi A4, das ist einer für den zweiten Blick. Von außen relativ konservativ gezeichnet, ist er innen drin genau das Gegenteil. Da ist er richtig progressiv, da ist er richtig modern und neu. Vor allen Dingen das digitale Cockpit sieht so futuristisch aus, dass man direkt in der Zukunft angekommen ist. Dazu kommt, er ist jetzt auch bestens vernetzt, er ist im Internet. Man kann tatsächlich auch in den Bedienelementen rumspielen, das funktioniert richtig gut. Und er ist endlich gewachsen. Vom Format kommt er deutlich an Dreier- und C-Klasse nun ran. Der Dreier hingegen ist bei der Überarbeitung eigentlich ganz der alte geblieben. Und das ist auch gut so, denn der war vorher schon ein richtig hervorragendes Auto. Ein bisschen feinere Kunststoffe, neues Multimedia-System sorgen dafür, dass der einfach frisch und fit für die Zukunft ist. Und die C-Klasse, die ist ja eigentlich noch relativ neu. Und auch vom Format, die bietet ordentlich Platz. Innen drin der Lounge-Innenraum, der gefällt auch mit einer guten Verarbeitung und einem schönen Stil. Und auch die Vernetzung, alles im grünen Bereich. Sie merken schon in meiner Charakterisierung, diese drei sind sich ähnlicher, als sie es jemals zuvor waren. Und vor allen Dingen sind sie dichter aneinander, als sie es jemals zuvor waren. Ob der neue A4 dann unterm Strich auch wirklich nach vorne fährt, das erfahren wir im Oktober, wenn wir ihn nämlich tatsächlich das erste Mal fahren dürfen. Noch nie war die Leistungsdichte in dieser Klasse so hoch. Der Gewinner ist der Kunde. Alle drei Kombis erreichen ein extrem hohes Niveau. Echte Schwächen lassen sich nicht ausmachen. Vor allem aber das technische Niveau überrascht. Der erste Vergleichstest wird alles andere als langweilig. Was hat uns Opel in der Vergangenheit für Kummer bereitet? Die Technik war nicht auf dem neuesten Stand, die Preise dafür zu teuer und von den glorreichen Zeiten eines Admiral oder Kapitän wollen wir jetzt hier nicht anfangen. Aber es geht aufwärts. Das Design, das stimmt wieder. Der Adam ist frech, der Mokka wird gut verkauft und jetzt kommt hier der neue Opel Astra. Der feiert hier auf der IAA Weltpremiere. Das hat uns aber nicht daran gehindert, vorab schon mal Platz zu nehmen. Wir durften ausmessen und bewerten. Der neue soll besser, muss alles besser machen als der alte, der Opel Astra. Wir steigen ein, klopfen ab und messen auf Zentimeter genau nach, was kann der Kompakte im harten Alltag. Wenn es einen Grund gab, warum es Opel nicht so gut ging, dann dieses Auto hier, der Astra. Er war missraten, er war zu schwer, war unökonomisch, das haben die Kunden genauso gesehen und ließen das Auto links liegen. Das tun wir jetzt auch. Und damit sind wir beim neuen Astra, der neuen großen Chance, die Opel in diesem Sommer vorfahren kann. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt erstmals den Fortschritt zu vermessen, indem wir nämlich unseren Easy Index ansetzen, um mal herausfinden, wie die inneren Werte dieses Opel aussehen. Als wir Messstab und Zentimetermaß für den Easy Index anlegen, stellen sich überall Fortschritte heraus. Erster Eindruck, ein sauber verarbeitetes Interieur ohne großes Schalterwirrwarr. Der Wagen ist kürzer geworden, er ist vor allem leichter geworden und er will agiler werden. Das ist das, was die Pressemappe verspricht. Was wir hier beim ersten Anfassen fühlen können, ist, dass ein sehr solides deutsches Auto geworden ist. Ich komme sofort zurecht, ich kann alles bedienen. Das Plastik könnte vielleicht noch ein bisschen hochwertiger sein und mit manchen kleinen Tasten komme ich nicht zurecht. Aber Herrgott, vielleicht soll ich eine Brille aufsetzen. Das kommt schon einem deutschen Standard angenehm nahe. Erstmals gibt es im Astra auch einen Startknopf. Die beiden Rundinstrumente sehen recht klein aus. Die tollen AGR-Sitze, das steht für Aktion gesunder Rücken, kosten ab 390 Euro extra und können belüften und massieren. Ab der dritten Ausstattungsvariante Dynamik gibt es ein Touch-Display serienmäßig. Vorn alles besser und hinten? Eigentlich brauche ich kein Maßband, denn ich kann es fühlen, wie viel Platz ich hier im alten Astra habe. Das war doch früher mal so ein Knackpunkt, weil der Wagen innen viel weniger Platz bot, als er außen versprochen hat. Und ich glaube, den Opel zählt ihren Quantensprung.
Allerdings machen sie den nicht gerade hinten auf der Rückbank. Wie ich jetzt feststellen konnte, als ich hier mal im neuen Astra saß, den ich mir übrigens genauso eingestellt habe, Maßband mitgenommen und dann hier hinten rein. Ja, und Freunde, da kriege ich einen Finger dazwischen und ich kann ein Maßband anlegen. Aber Raumgewinn habe ich hier hinten nicht. Während der Astra ja hinten auf der Rückbank nicht ganz das bietet, was er verspricht, kann er hier den Klassenstandard auf jeden Fall erfüllen. Ich habe einen vernünftigen Kofferraum, Golfformat und all die praktischen Dinge, die man an so einem kompakten schätzt. Ich stoße mir nicht den Kopf, ich habe meine Verzurhaken und irgendwann kommt hier auch ein doppelter Ladeboden rein. Serienmäßig ist übrigens ein Tire-Fit-System, also kein Reserverad, dann würde der Kofferraum ein bisschen kleiner werden, aber all das kommt nach. Der Kofferraum fasst zwischen 370 und 1210 Liter. Der Astra 1.6 CDTI mit dem 136 PS starken Diesel, der zum Easy-Index antritt, soll fahrfertig auf 1356 Kilo kommen. Der Astra kommt für 1150 Euro Aufpreis mit Matrix-LED-Licht, allerdings auch erst ab Ausstattungslinie Dynamik für mindestens 21.060 Euro. Und dann auch nur mit Frontkamera für weitere 500 Euro. Diese unbeliebten Preispakete kennen wir auch von anderswo. Unser Easy-Index, die Vermessung der inneren Werte, hat ergeben, der Astra ist außen geschrumpft, innen sogar ein klein wenig gewachsen, eine sehr zeitgemäße Autodiät. Zudem spart er an ein paar Stellen, wo man es nicht genau merkt sofort. Und legt aber an Werten zu, da wo es ankommt, wenn er schließlich gegen den Golf antreten wird. Das wird ein spannendes Duell. Wenn der neue Astra am 10. Oktober bei den Händlern steht, dann konzentriert sich das Angebot auf Motoren von 95 bis 150 PS, auf die wichtigsten Assistenzsysteme und auf moderne Infotainment-Geräte, die Apple wie Android-Handys einbinden können. Das war unsere Sendung von der IAA in Frankfurt. Ich mache hier passenderweise mal automatisch die Tür zu. Ich würde sagen, nehmen Sie sich einen Tag frei, kommen Sie hierher nach Frankfurt, schauen Sie sich die Automobilausstellung an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir zeigen Ihnen nächste Woche, wie man sich für rund 20.000 Euro so einen Traumwagen leisten kann. Okay, der ist dann nicht ganz original, aber dazu dann nächste Woche mehr. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.